Ich habe vor, circa ein bisschen weniger als eine Stunde vielleicht zu dem Thema zu sprechen. Im weitesten Sinne geht es ja darum, wie wir Glück erfahren können, Freude erfahren können, beziehungsweise wie die buddhistische Geistesschulung dazu beitragen kann und welche Rolle diese Faktoren in der Geistesschulung spielen. Ich denke, dann, wenn es gewünscht wird, können wir auch eine kleine Meditation zusammen machen. Und natürlich wollen wir uns austauschen und diskutieren. Gut, zunächst mal ganz allgemein, worum geht es im Buddhismus überhaupt? Ja, da gibt es eine grundlegende Prämisse. Das ist, dass wir als sogenannte Lebewesen, die auszeichnen, dass sie neben einem Körper auch einen Geist haben, dass wir alle den Wunsch danach haben, Glück zu erfahren und nicht zu leiden. Das ist vielleicht die grundlegendste Prämisse des Buddhismus überhaupt. Vielleicht, also ich kann das gut nachempfinden, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, das sagt aus, dass alles, was wir letztlich tun im Leben, dafür da ist, dass wir glücklich sein möchten und nicht leiden. Ich glaube, als der Dalai Lama mal auf einer seiner ersten Reisen in den Westen irgendwie ankam am Flughafen Heathrow, große Pressekonferenz, und am Ende fragten sie ihn dann, man sagt ja, sie wären ein so großer Weiser, können Sie nicht noch eine ganz besondere Weisheit von sich geben? Und da hat er eben gesagt, alle Lebewesen wollen Glück und kein Leiden. Da haben die Journalisten vermutlich ein bisschen komisch geguckt, weil sie vielleicht dachten, ja, das denken wir uns. Aber vielleicht haben sie doch nicht ganz verstanden, was damit gemeint war. Das ist natürlich mehr damit gemeint, als das einfach nur intellektuell nachzuvollziehen. Wenn man das wirklich verstanden hat, dass wir in der Hinsicht alle gleich sind, dass wir von tiefstem Herzen echtes Glück ersehen und nicht leiden wollen, dann würden sich die meisten Probleme auf der Welt sicherlich durchaus leichter lösen lassen. Aber es ist eine Frage, ob das auch vom Kopf ins Herz sozusagen kommt. Übrigens gilt diese Tatsache, dass die Lebewesen Glück wollen und kein Leiden, selbst für die Tiere. Wir können selbst da schon sehen, wenn eine Ameise durch den Raum läuft, wenn man die Hand davor hält, dann versucht sie zu flüchten oder ähnliches. Wenn dagegen Zucker da ist, gerade im Sommer, dann kommen jede Menge Ameisen. Das heißt, der Reflex ist der gleiche. Sie wollen Glück und kein Leiden. Bei Menschen ist das Ganze zugegebenermaßen etwas komplizierter. Aber die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit lässt sich aus buddhistischer Sicht tatsächlich an dieser Frage festmachen, dass die Menschen verschiedene Strategien verwendet haben, um zu Glück zu kommen. Leider sind einige dieser Strategien aus buddhistischer Sicht auch vollkommen negativ, sind nicht alle gleich gut, wie vielleicht heutzutage einige sagen. Zum Beispiel Gewalt anzuwenden ist vielleicht die schlechteste Strategie, die man anwenden kann. Es gibt dann andere Strategien, die einfach nicht sehr weit führen und dann vielleicht gute und sogar sehr gute Strategien. Ja, vielleicht die meisten von uns versuchen heute mit äußeren Mitteln Glück zu erlangen, und solange man anderen dabei nicht großartig schadet, ist das ja auch durchaus legitim. Mal Stichwort zum Beispiel, dass man vielleicht konsumorientiert ist. Wenn es uns alle glücklich machen würde, den ganzen Tag shoppen zu gehen, dann können wir es ja alle machen. Hilft ja auch der Wirtschaft irgendwie. Aber aus buddhistischer Sicht ist das so ein bisschen wie Salzwasser trinken. Das heißt, je mehr man zu sich nimmt, umso durstiger wird man. Anders ist es ja auch nicht zu erklären, dass sogar wohlhabende Menschen im Westen sich für sowas wie Buddhismus interessieren. Also scheint es wahr zu sein, dass das nicht vollkommen befriedigen kann. Der Dalai Lama sagte selber, als er in den Westen kam, am Anfang dachte er fast, der Buddhismus wäre widerlegt. Das ist alles so schön sauber hier, die Leute leben in Wohlstand. Aber er ist ja recht neugierig, sagt er manchmal. Dann war er bei einem sehr reichen Ehepaar zu Gast, und im Bad hat er dann so ein bisschen in die Wandschränke geguckt. Und da standen jede Menge Tranquilizer und so weiter. Und hat er gesagt, irgendwas stimmt hier doch nicht. Wahrscheinlich hat er sich das aus seinen buddhistischen Erkenntnissen schon vorher gedacht. Aber zunächst könnte man den Anschein haben, als wenn hier alle glücklich und zufrieden sind. Aber wenn wir nähere Betrachtungen sehen heutzutage, gibt es halt andere Probleme hier. Starke Ängste, Beziehungsprobleme zwischen den Menschen und so. Das scheint teilweise in wohlhabenden Ländern ja sogar noch stärker zu sein. Ja, eine andere Strategie ist vielleicht, dass wir möglichst viel Bekannte oder Freunde haben. Das ist ja auch durchaus legitim.
bis hin zu auf Facebook, wo wir heutzutage Tausende von Followers kriegen können. Vielleicht werden wir sogar ein Promi, das scheint ja auch sehr wichtig zu sein. Wenn man diese Promis aber selber ein bisschen hört, die äußern sich ja manchmal, scheint sie das auch nicht vollständig zufrieden zu machen. Im Gegenteil, einige verfluchen es dann schon wieder, dass sie so bekannt sind. Ich persönlich glaube, dass es eigentlich ausreicht, wenn man einige wenige gute Freunde hat. Das trägt nicht wesentlich dazu bei, wenn man Tausende von sogenannten guten Bekannten hat, kann man sich sowieso nicht ernsthaft um alle kümmern. Und wenn man gar berühmt ist oder so etwas, ich glaube, dass das vielleicht sogar besonders deutlich wird, wenn man sowas mal erreicht, dass es nicht befriedigend ist. Ne? So manche Popstars sprechen davon, dass sie nach dem Konzert total absacken. Vorher Tausende von Leuten und plötzlich niemand mehr da. Ne? Dann ist man doch auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, man sagt ja manchmal heutzutage, dass Hollywood-Stars manchmal Buddhisten werden. Kann ich durchaus irgendwo nachvollziehen. Die haben alles erreicht, was wir uns so wünschen, oder? Die haben sehr viel Geld, sind sehr bekannt, sehen sehr gut aus. Und dann merkt man, dass es wenig bringt. Hm? Und dann sehnt man sich nach was Neuem sozusagen. Das ist ganz natürlich. Ob sie dann konsequent einen anderen Weg gehen, weiß ich nicht. Aber dass diese Sehnsucht entsteht, ist vollkommen verständlich. Hm? Insbesondere auch, wenn man ganz besonders gut aussieht, das muss auch nicht nur erfreulich sein letztlich. Man hat ja auch von Hollywood-Stars gehört, die dann den Rest ihres Lebens, wo sie nicht mehr ganz so gut aussahen, gar nicht mehr auf die Straße gegangen sind, weil sie eben sich ganz identifiziert haben, nur mit ihrem Äußeren. Und oft entsteht da ja auch ein gewisser Körperkult heute. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns um unseren Körper kümmern, ihn reinlich halten. Man kann auch gerne angenehme Erscheinung sein. Aber da so ein Kult drum zu machen, scheinen ja gerade junge Leute auch sehr unter Druck zu kommen heutzutage. Ich habe sogar mal eine junge Dame gehört, die sagte zu mir, wann bin ich endlich älter, dann brauche ich mich nicht mehr um den ganzen Kram zu kümmern. Irgendwo konnte ich das auch nachvollziehen. Das kann schon starker Stress werden. Gut, wenn man merkt, dass diese Dinge nicht so befriedigend sind, kann man natürlich sich auch noch mit bestimmten geistigen Dingen beschäftigen. Ich bin ja selber auch Psychotherapeut, sicher. Da gibt es einige Hilfe, aber ich stimme doch durchaus dem zu, was der Dalai Lama auch mal sagte, dass aus seiner Sicht die westliche Psychotherapie noch in den Kinderschuhen ist, was die Erkenntnis des Geistes angeht. Das ist vielleicht für einige überraschend. Einige westliche Therapeuten wie Erikson haben mal gesagt, dass wir in den letzten 100 Jahren mehr über den Geist erfahren hätten als die gesamte Menschheit vorher. Das halte ich doch für völlig übertrieben. Also zumindest haben sie die große indische Tradition der Psychologie offenbar gar nicht zur Kenntnis genommen. Da ist tatsächlich sehr, sehr viel. Philosophie habe ich ja auch hier an der Uni mal studiert. Ich muss sagen, das ist auch ein bisschen was anderes, zumindest in der Schulphilosophie, als man sich so vorstellt. Wenn man da über den Sinn des Lebens redet, lachen sie einen eigentlich nur aus. Das ist auch recht verkopft heutzutage. Die Ursprünge der Philosophie haben natürlich was zu tun damit, mit der Suche nach echtem Glück, wenn man Sokrates betrachtet oder ähnliches. Aber heutzutage sind diese Bücher doch recht trocken und nicht sehr praxisorientiert. Gut, worauf es einfach hinausläuft, ist, dass aus buddhistischer Sicht der entscheidende Faktor, um Glück zu erlangen und Leid zu überwinden, letztlich in der Geistesschulung liegt. Das ist der zentrale Begriff im Buddhismus. Der Buddha selber hat den Ausspruch gemacht, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Das ist der erste Vers im Dhammapada, einer sehr wichtigen Schrift für alle Buddhisten. Und damit sagt er offenbar aus, dass die Qualität unseres Lebens im Wesentlichen von unserer Geisteshaltung, von unseren Emotionen, dem Zustand unserer Emotionen, unserer Denkweise abhängig ist. Ich denke nicht, dass er damit sagte, dass es nicht in Ordnung ist, wenn wir Bemühungen machen, die äußere Welt angenehm zu gestalten für uns. Der Dalai Lama selber interessiert sich ja sehr für Wissenschaft und Technik und so weiter. Aber ich denke, es geht darum, dass allein durch die Manipulation der äußeren Welt nicht das erreicht werden können, was eben die Grundprämisse ist, dass Menschen ein tieferes Glück wirklich erfahren möchten. Das ist so, durch solche äußeren Dinge offenbar wirklich nicht möglich. Übrigens auch nicht durch die Naturwissenschaft, die ja eine große Rolle spielt in unserer Gesellschaft. Der Dalai Lama trifft sich jedes Jahr mit großen, hervorragenden Naturwissenschaften und hat da eine große Begeisterung für. Ich selber habe auch viele Naturwissenschaftler getroffen. Die besten unter ihnen aus meiner Sicht haben aber gesagt,
Also solche Sachen wie Sinn des Lebens und so, dafür sind wir nun wirklich nicht zuständig. Da fragen Sie mal andere, ne? Nur die Naturwissenschaft hat solche Erfolge in der äußeren Welt, dass die Menschen oft ihr zutrauen, sie könnte alles erklären. Der große Naturwissenschaftler Karl Friedrich von Weizsäcker hat dazu aber mal gesagt, die Naturwissenschaft verdankt ihren großen Erfolg dem, dass sie alles Wesentliche weggelassen hat. Und der Weizsäcker ist großer Wissenschaftler geblieben, hat das nicht aufgegeben, er war gleichzeitig aber auch Theologe und Philosoph. Und ich denke, wenn man die Wissenschaft genauer betrachtet, sieht man ihre Grenzen sehr deutlich. Das soll nicht gegen die Wissenschaft sein, das soll nur gegen die Illusion sein, dass die Beschäftigung mit Naturwissenschaft und Technik letztlich wirklich das bewirken kann, was wir wollen, eben tiefen inneren Frieden und Freude. Das ist offenbar alleine dadurch nicht möglich. Es geht wirklich nicht darum, dass wir aufhören, uns äußerlich zu interessieren und die Dinge zu verändern. Das werden wir als westliche Menschen auch niemals tun. Aber wenn wir mal genau betrachten, wie viel am Tag wir darin investieren, die äußere Welt angenehm zu gestalten oder irgendwas zu tun, damit wir die entsprechenden Ressourcen bekommen, um angenehme äußere Dinge zu kriegen, und wie viel wir tun, um unser Inneres zu verändern, dann steht das in keinem Verhältnis, oder? Ich würde mal sagen, 99% auf Äußeres ist noch untertrieben. Ich sage manchmal, ich wäre bereit, wenn mir jemand nachweisen kann, dass er jeden Tag 1% seiner Zeit darauf verbringt, tatsächlich innerlich an sich zu arbeiten, wäre ich bereit, mich vor ihm zu verneigen und ihn einen Yogi zu nennen oder so etwas. Wir können da auf jeden Fall noch aufsatteln, denke ich. Und aus buddhistischer Sicht ist das der entscheidende Faktor, den wir auch oft noch gar nicht so richtig ausprobiert haben. Wir probieren so viel aus, um glücklich zu werden im Leben, aber mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um uns wirklich innerlich zu verändern, das tun wir oft nicht. Oder selbst wenn wir es wollen, lassen wir uns immer wieder von sogenannten anderen wichtigen Dingen dann ablenken. Ja, ich denke, das ist der Kern dieses Satzes. Den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Es gibt viele Faktoren, die unser Leben bestimmen, aber der Buddhismus bleibt dabei. Der Geisteszustand ist das Entscheidende. Alles andere ist nur Auslöser. Da sind Buddhisten vielleicht verschieden radikal. Einige sagen vielleicht, alles kommt nur durch den Geist. Andere sagen, der Geist ist der entscheidende Faktor. Je älter ich werde, neige ich sogar mehr dazu, dass der Geist fast alles entscheidet. Aber das überlasse ich Ihnen. Das wird auch durchaus durch moderne Aspekte unterstützt. Zum Beispiel, wir wissen heute aus der Physik und vielen anderen neuen Disziplinen, auch der Neurowissenschaft, dass die Modelle, die wir uns von der Welt machen, hauptsächlich entscheiden, wie uns die Welt erscheint. Es ist eine Illusion zu glauben, da draußen wäre irgendwie eine Welt, die an sich gut oder schlecht mit uns umgeht. Wir selber konstruieren diese Welt, das lässt sich kaum noch verneinen. Das wird auf so vielfältige Weise gestützt, zum Beispiel von der Neurowissenschaft, da gibt es viele schöne Experimente, haben Sie wahrscheinlich gesehen, wie unser Gehirn sich die Realität richtiggehend zurechtmacht. Wenn es nicht so ist, wie wir es erwarten, dann machen wir es uns irgendwie so zurecht. Und Sie wissen auch viele Erfahrungen mit Sinnesobjekten, dass wir viele Dinge hinzusehen, die gar nicht da sind oder andere weglassen. Aber so ähnlich ist es auch im mitmenschlichen Leben. Wir interpretieren die Dinge so, wie wir gestrickt sind, weitgehend. Das wissen auch Psychologen. Das ist ja auch der Job vom Psychotherapeuten, denke ich. Dass Menschen die Möglichkeit erhalten, zu erforschen, wie sie die Dinge eigentlich sehen. Und dann hoffentlich auch die Vision haben, dass man da eventuell was ändern kann, um aus diesen Endlosschleifen von wiederkehrenden Problemen herauszukommen. So gibt es aus meiner Sicht viele Argumente, gerade heute aus der modernen Wissenschaft, die darauf hindeuten, dass diese Aussage richtig ist, dass den Dingen der Geist vorangeht. Allerdings muss man einschränken, im Buddhismus ist das Gehirn und der Geist nicht identisch. Die Neurowissenschaftler sagen mittlerweile, unser Gehirn würde quasi alles entscheiden. Der Buddhismus, das ist vielleicht für manche überraschend, würde niemals damit übereinstimmen, dass Gehirn und Geist identisch sind. Sie haben zweifellos eine sehr enge Beziehung zueinander. Das ist erstmal auch wichtig zu erkennen, wenn bestimmte Gedanken und Emotionen da sind, tut sich auch was im Gehirn. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass das identisch ist. Das ist mir doch ganz wichtig. Ein anderes Argument, wie wichtig der Geist ist, ist übrigens, dass bevor wir etwas tun mit Rede und Körper, ist doch immer erst eine Motivation da, oder? Das heißt, die entscheidet doch letztlich, in welche Richtung wir gehen, was wir dann sagen
oder tun, entscheidet auch da der Geist letztlich. Deshalb ergänzt der Buddha den Satz auch, den Dingen geht der Geist voran. Er sagt dann, wenn man heilsame Geisteszustände hat, dann kommen daraus heilsame Handlungen von Körper und Rede. Wenn man unheilsame Geisteszustände hat, dann kommen daraus unheilsame Handlungen von Körper und Rede. Im Buddhismus benutzt man dieses Wort unheilsam und das wird einfach so definiert, das, was zu Leiden führt. Man spricht ja nicht von Sünde oder dass man sich gegenüber dem Buddha oder Gott versündigt, sondern Handlungen, die die Qualität haben, dass man daraufhin Leiden erlebt, gelten als unheilsam. Handlungen, die die Qualität haben, dass man daraufhin Glück erlebt, das nennt man heilsam. Ja, so ist dieser Vers ungefähr zu verstehen. Aber oft in Situationen, wo wir erleben, dass äußere Dinge nicht so befriedigend sind oder wir sogar starke Krisen im Leben erfahren. Und wer tut das nicht regelmäßig? Hein? Erik Erikson hat mal gesagt, alle 7 Jahre hätte ein Mensch eine tiefere Krise. Ich finde, das ist jetzt völlig unterschätzt, oder? Zumindest heutzutage passiert das doch in schöner Regelmäßigkeit wesentlich öfter. Ne? Also, und da kann man eben sehen in diesen Krisen, dass einem die äußeren Dinge da wenig helfen. Wenn man eine echte psychische Krise hat, und meistens kommen sie natürlich durch Verlusterfahrungen, vielleicht hat man ernsthaft gesundheitliche Probleme oder jemand stirbt, der einem nahe ist, oder man verliert einen Partner, oder aber man verliert seinen Job, was heutzutage auch oft vorkommt, dann ist da plötzlich so eine Leere, ne? Dass man wird auch vielleicht sehr nervös und ängstlich und so weiter. Da hilft es einem dann nicht, wenn man 50 Fernsehprogramme hat oder noch die spannendsten Instrumente und Gameboy und 1000 Follower auf Facebook oder was. Da braucht man etwas anderes. Und was man da braucht, ist eine gewisse innere Kraft. Diese innere Kraft nennt man im Buddhismus Dharma oder in Asien. Hier sagt man dazu vielleicht Religion. Ich weiß nicht, was Sie unter Religion verstehen, vielleicht merkwürdige Leute mit großen Hüten und großen Häuser und so weiter. Aus buddhistischer Sicht ist Dharma eine innere Geschichte, eben die Geistesschulung, dass man seinen Geist zum Positiven lenkt. Das ist eigentlich Dharma. Das andere ist nur drumherum. Das ist manchmal hilfreich, manchmal auch störend. Das eigentliche ist, ob man eine innere Kraft entwickelt. Ich mache auch sehr viel interreligiösen Dialog und aus meinen längeren Erfahrungen, da kann ich eigentlich feststellen, dass das für alle Religionen übrigens gilt. Religionen können natürlich sehr hässlich auftreten durch Menschen, die sie nicht wirklich praktizieren, aber sie vertreten. Das gibt es im Buddhismus sicherlich auch. Aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es in allen Religionen sehr gute Praktizierende gibt und dass es ihnen allen darum geht, letztlich den Geist zum Positiven zu entwickeln, in Richtung Liebe, Mitgefühl, Zufriedenheit, Dankbarkeit, kurz gesagt, weniger egozentrisch zu sein und so weiter. Das ist auch wirklich dann eine Hilfe gegen die Leiden des Lebens. Aber das Tragische ist, dass oft, wenn wir Schwierigkeiten erleben, dann versuchen wir es noch heftiger so wie vorher, dass uns schon mitten in die Schwierigkeiten gebracht hat. Ich glaube, Einstein hat auch mal gesagt, man kann die Probleme der Welt nicht damit lösen, dass man es auf die gleiche Weise versucht mit dem, was die Probleme geschaffen hat. Ein großer indischer Meister, Shantideva, sagte dazu genauso, die Wesen wollen Glück und zerstören es wie ein Feind. Sie wollen kein Leid und rennen mitten hinein. So wie eine Mücke ins Licht sozusagen. Ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, dass wenn wir Schwierigkeiten haben, dann kommen die aus buddhistischer Sicht letztlich durch Egoismus und Unwissenheit. Aber manche geraten eben in Panik, wenn sie Schwierigkeiten haben und werden noch egozentrischer. Und dabei kommt noch mehr Leiden daraus. Das ist ein Teufelskreislauf, oder? Können Sie übrigens im Neuen Testament alles genau so nachlesen. Jesus rät immer wieder, den anderen Weg zu gehen, nicht so egoistisch zu sein. Aber in dem Moment, wo es eng wird, dann denkt man doch erstmal nur an sich selber wieder. Und dann hat man noch größere Schwierigkeiten. Einer meiner Lehrer, Geshe Rabten, sagte mal, für Leute, die im Bus immer als allererstes nach ihrem eigenen Platz gucken, ist der Mahayana-Buddhismus nicht besonders geeignet. Gut, aber wir können das bei uns selber sehen, dass es Momente im Leben geht, wo wir sehr unter Druck sind und anstatt mal ein bisschen freier zu werden und nicht immer nur um uns selbst zu kreisen, werden wir dann noch egozentrischer und härter, was natürlich zu schlechten Gegenreaktionen führt. Ich denke, so ist das zu bewerten.
Ja, was ich so ein bisschen locker vielleicht über Glück und Leiden gesagt habe, lässt sich übrigens auch an den traditionellen Lehren des Buddhismus festmachen. Sie haben wahrscheinlich von den vier edlen Wahrheiten gehört. Das ist die edle Wahrheit vom Leiden, die edle Wahrheit vom Ursprung des Leidens, die edle Wahrheit von der Beendigung des Leidens und die edle Wahrheit vom Weg, der zur Beendigung des Leidens führt. Wenn Ihnen das zu kompliziert ist, das ist genau das, worüber wir gerade sprechen. Leid und seine Ursache und Glück und seine Ursache. Es gibt eine doppelte Kausalität, über die der Buddha gesprochen hat. Leid und woher kommt es und Glück und woher kommt es. Das ist alles, worum es im Buddhismus geht. Aber darüber sind 84.000 Unterweisungen gegeben worden. Da gibt es sehr viel zu sagen. Aber das ist tatsächlich das ganze Thema. Man fragt sich vielleicht, warum hat der Buddha nicht erst von der Ursache des Leidens gesprochen und dann vom Leiden? Weil uns im Leben meistens erst auffällt, dass irgendwas nicht stimmt, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ne? Wenn das Leid da ist. Und dann fragen wir uns, woher kommt es? Deshalb ist aus pädagogischen Gründen, hat der Buddha erst vom Leiden gesprochen und dann vom Ursprung. Die vier edlen Wahrheiten lassen sich übrigens auch mit der Vorgehensweise von jedem Therapeuten und Arzt vergleichen, ne? Das hat schon Erich Fromm festgestellt. Jeder anständige Arzt wird erstmal sagen müssen, dass da ein Problem ist, selbst wenn man es vielleicht noch gar nicht richtig gesehen hat. Der sieht das auf dem Röntgenschirm und als guter Arzt wird er einem das wohl nicht verheimlichen, sondern sagt, da ist irgendetwas, wenn wir da nicht aufpassen, das wird nicht unbedingt besser von selber. Dann wird der Arzt einem hoffentlich sagen können, wo es herkommt. Falsche Diät oder falsche Lebensweise, vielleicht sogar falsche Gedanken. Dann wird er einem hoffentlich Hoffnung machen können auf Heilung. Und dann wird er einem eine Therapie angedeihen lassen, was man vielleicht tun kann. Sich besser ernähren, besser verhalten, anders denken, was immer. So sind auch die vier edlen Wahrheiten zu verstehen. Also was die erste edle Wahrheit angeht, da gibt es übrigens schon gewisse Missverständnisse. Man sagt manchmal, der Buddha hätte gelehrt, das Leben wäre an sich Leiden. Das ist nicht ganz korrekt. Der Buddha hat erstmal nicht über das Leben gesprochen, sondern über das, was Lebewesen erleben, die in Unwissenheit leben, nicht über sich selber. Und das Wort, das er gebraucht hat für Leiden, heißt übrigens so viel wie Dukkha heißt das. Das heißt gar nicht so sehr Leiden, sondern eher Frustration. Was er damit sagen wollte, denke ich, das lässt sich belegen, ist, dass ein Mensch, der in Unwissenheit lebt, niemals einen Zustand erreicht, wo er sich absolut zufrieden, unfrustriert und ausgeglichen und sicher fühlt. Wenn jemand von Ihnen eine andere Erfahrung hat, möge er bitte nachher zu mir kommen und das mir genau erklären. Ich kann das nachvollziehen. Der Buddha hat das Leiden oder die Frustration auf sehr subtilen Ebenen berichtet. Es geht nicht darum, deshalb sind Buddhisten auch nicht lebensfeindlich oder so. Es geht nicht darum, dass das Leben immer nur Schmerzen ist oder nur Leiden ist. Aber egal, was wir machen, wir erreichen nie einen Punkt, wo wir sagen, jetzt ist es wirklich vollkommen in Ordnung, jetzt brauche ich nichts mehr anderes. Das wollte er wohl aussagen. Das nennt man übrigens auch das Leid des Wandels. Es gibt nicht nur Schmerzen, sondern das Leid des Wandels bedeutet, alles, was erst angenehm ist, wenn man es längere Zeit benutzt, dann wird es plötzlich unangenehm. Zum Beispiel, wenn man Hunger hat, der erste Teller ist fantastisch. Der zweite Teller ist auch noch sehr gut. Aber mit dem dritten Teller hat man schon gewisse Probleme und mit dem vierten ist es schon reine Leiden, oder? Damit kann man sagen, das bloße Zu sich nehmen von Nahrung ist nicht an sich Glück. Dann müsste es eigentlich immer besser werden. Und es gibt andere Formen von Glück, ich komme da gleich noch dazu, die sind so, je mehr man das erlebt, umso stärker wird das in einem. Ja, ich denke, der Buddha hat über das Leiden so viel gesprochen, nicht um uns das Leben zu vermiesen, sondern um deutlich zu machen, es gibt was viel Besseres, als was wir im Moment Glück nennen. Man muss jemanden vielleicht erstmal darauf hinweisen, dass seine gegenwärtige Situation nicht sehr befriedigend ist, damit er was Besseres sucht, oder? So geht's uns ja auch oft. Erst wenn wir wirklich Schwierigkeiten im Leben erleben, dann ändern wir uns. Denn in einer Krise ist eben auch oft Veränderungspotenzial. Ja, so kann man auf einer etwas tieferen Ebene erkennen, dass selbst Leute, die sich vollkommen glücklich fühlen, vielleicht gar nicht so glücklich sind, wie sie denken. Zum Beispiel jetzt im Hochsommer, wenn ein junger Mann da im offenen Wagen, im Cabrio durch die Sonne fährt, für den selber ist alles toll, er ist begeistert. Jemand, der ein bisschen tiefer denkt, denkt sich vielleicht,
hat er keine anderen Glücksmöglichkeiten, als einfach nur mit voll aufgedrehter Musik da durch die Gegend zu fahren. Hm? Nichts dagegen, aber der Mensch hat ganz andere Potenziale für Glück. Er hat die Buddha-Natur, er kann makellose Glückseligkeit erreichen, die gar nicht mehr aufhört. Und da gibt man sich quasi mit Glasperlen zufrieden sozusagen. Ich denke, in die Richtung geht es, warum der Buddha so viel über Leiden gesprochen hat. Aber gibt's, wie gesagt, viele Ebenen, aber es gibt auch ernstere Leiden natürlich, da brauche ich nicht lange drüber reden, dass wir altern, krank werden und sterben und geboren werden, das sind nun mal grundsätzliche Leiden. Aber eben, es gibt auch viel subtilere und neben all dem Glück, das wir im Leben erleben, gibt es eben auch immer diese subtileren Leiden. Und man kann im Leben an einen Punkt kommen, wo man wirklich ein mehr dauerhaftes, echtes Glück erleben möchte und ein bisschen überdrüssig ist gegenüber diesen zeitweiligen Glückszuständen, die sich immer wieder umkehren. Der Buddha selber hat das ja auch erfahren. Sie wissen ja, er ist geboren worden als Prinz mit allem, was damals zur Verfügung stand. Aber er hat dann, als er Alter, Krankheit und Tod sah, da hat er eine Sehnsucht entwickelt, etwas anderes zu entwickeln, was jenseits davon liegt. Er war sehr intelligent und hat das auf sich selbst bezogen. Er sah einen Toten, wie wir auch oft vielleicht Tote sehen, aber er hat das auf sich selbst bezogen und sich klargemacht, das bin ich selber sozusagen. Und daraus entstand dann ein unheimlicher Drang, sich zu fragen, ob es nicht einen Zustand gibt jenseits solchen Leidens, sogar jenseits des Todes, jenseits von Alter und Krankheit und vor allem jenseits von dieser ständigen Unbefriedigung, von dieser Unsicherheit. Darum geht es im Prinzip im Buddhismus. Vielleicht kann man auch sagen, moderne Formen von Leiden äußern sich auch sehr stark durch Ängste und so weiter. Einsamkeit und solche Geschichten. Das sind vielleicht moderne Ausprägungen, die aber ganz im Sinne dieses Leidensbegriffs sind. Und wenn man sich fragt, wo das herkommt, das wird in der zweiten edlen Wahrheit beschrieben. Die tiefste Ursache davon ist die sogenannte Unwissenheit. Es gibt natürlich viele Arten von Unwissenheit. Wenn ich nicht weiß, was hinter der Mauer ist, ist es auch eine Art von Unwissenheit. Aber das, worum es letztlich im Kern geht, dafür braucht man ja auch keinen Buddha, um zu erfahren, was hinter der Mauer ist. Aber die grundsätzliche Frage ist natürlich schon im Buddhismus, wer bin ich, was ist mein Ich? Und die Unwissenheit bezieht sich darauf im Kern, dass man die Vorstellung hat, man hätte ein vollkommen getrenntes Ich von der Welt, ein ganz eigenständiges. Ich kann Sie übrigens gleich beruhigen und trösten, es gibt ein Ich. Viele glauben, der Buddhismus ist so einfach, dass man einfach sagt, es gibt gar kein Ich, April, April, dann leidest du auch nicht mehr oder so. So einfach ist das nicht, sondern es stimmt weitgehend mit dem überein, was auch heute Neurowissenschaftler feststellen. Wenn man zum Beispiel das Gehirn untersucht, gibt es da nichts, wo man drauf zeigen könnte und sagen, das ist das Ich oder so. Und so können Sie den ganzen Körper, den ganzen Geist durchsuchen. Sie werden nirgendwo etwas finden, was einfach aus sich heraus das Ich ist. Auch getrennt vom Körper und Geist gibt es nicht ein Ich. Das ist auch aus buddhistischer Sicht eine Illusion. Das Ich, wie es existiert, ist eine bloße Benennung auf der Grundlage all dieser Faktoren. Das Tragische ist aber, es erscheint uns nicht so. Es erscheint als vollkommen eigenständig, aus sich heraus, oft auch als beständig. Da können Sie wirklich Neurowissenschaftler fragen, sowas gibt's gar nicht, das ist eine bloße Fiktion. Aber die Unwissenheit, über die ich spreche, ist auch nicht nur intellektuell, die ist tief in unseren Knochen, die ist quasi schon angeboren oder so. Im Christentum spricht man von der Erbsünde, das ist kein sehr schönes Wort, aber ich denke, es deutet auf was Ähnliches. Wenn wir auf die Welt kommen, ist schon irgendwas nicht ganz in Ordnung. Wir sehen die Dinge anders, als sie sind. Grundsätzlich erfahren wir das später dann dadurch, dass wir uns getrennt fühlen von der Welt, oder? Das ist ja auch der Kern unserer ganzen Leiden. Erich Fromm beschreibt das auch so. Wir erleben uns irgendwann als getrennt von der Welt, von den anderen, ja, von der Natur, allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Eine sehr unangenehme Situation, oder? Völlig rettungslos. Das ganze Universum hat nichts anderes vor, als dieses getrennte Ich scheitern zu lassen, da kann man Gift drauf nehmen. Also dass eine solche Situation, wo man ein Ich als völlig getrennt von der Welt auffasst, eigentlich hoffnungslos ist, das sollte einem eigentlich klar werden. Absurderweise krallen wir uns aber unheimlich daran fest, dass es sowas gibt. Da haben wir wieder diese Passage von Shantideva, wir wollen nicht leiden, aber rennen mitten hinein. Je mehr wir leiden, umso mehr krallen wir uns daran an dieses feste Ich, das getrennt ist von der Welt oder so.
Und was machen wir, wenn wir dieses falsche Ich-Gefühl haben? Wie gesagt, es gibt auch ein richtiges, aber dieses falsche. Einige Dinge in der Welt, die sehen wir auf der Seite dieses getrennten Ichs und wollen sie unbedingt haben. Das nennt man dann Begierde. Ja? Nicht nur, dass wir schöne Dinge gerne haben wollen, das ist in Ordnung, aber wir wollen sie auf jeden Preis haben. Und wenn wir sie nicht haben, leiden wir fürchterlich. Andere Dinge dagegen in der Welt scheinen diesem getrennten Ich entgegenzustehen. Das werden dann Hassobjekte. Irgendjemand ist nicht so nett zu mir und sofort hasse ich ihn. Obwohl er sonst vielleicht ganz in Ordnung ist, aber er hat gerade was getan, was meinem Ich irgendwie nicht so gefallen hat. Wenn er dann wieder netter ist und mich freundlich anguckt, will ich gleich heiraten. Also. Das ist dann die andere Seite. Es geht immer hin und her. Damit haben wir die Trias von Unwissenheit und Hass und Gier beieinander. Das sind die drei Geistesgifte, wie sie der Buddha genannt hat. Das ist der eigentliche Ursprung allen Leidens sozusagen. Es gibt noch jede Menge anderer dieser Faktoren, die nennt man Leidenschaften traditionell. Das Wort wird heute auch oft missverstanden. Leidenschaft ist nicht das gleiche wie Emotion. Ne? Es gibt sehr positive Emotionen, wie zum Beispiel Mitgefühl, Vertrauen und so weiter. Die sind sehr tief. Ich würde sie sogar als tiefer anschauen als Leidenschaften. Was ist eine Leidenschaft? Eine Leidenschaft ist ein Geisteszustand, wo man unter dem Einfluss der Unwissenheit, das heißt, man sieht irgendwas nicht richtig, gerät der Geist in Unruhe und Undiszipliniertheit und neigt dazu, anderen Leuten Schaden zuzufügen. Das nennt man eine Leidenschaft. Und das, wenn wir das in unserem eigenen Geist feststellen, dann muss man leider konstatieren, das geht nicht gut aus. Das deutsche Wort Leidenschaft sagt es ja schon, das schafft Leiden. Dazu gehören solche Dinge wie Neid, Stolz, Geiz und so. Die werden in allen Religionen und auch in allen vernünftigen Psychologien und Philosophien als sehr schädlich gesehen. Das sind Leidenschaften. Die entstehen letztlich aus einem falschen Ich-Bild. Und wenn man im Zustand dieser Leidenschaften ist, dann macht man natürlich auch Handlungen, die nicht geeignet sind. Das sind dann die üblichen Verdächtigen, die in allen Religionen angesprochen werden. Töten, stehlen, lügen, Zwietracht säen und so weiter. Der Katalog ist ja recht ähnlich. Das hat Hans Küng schon festgestellt, dass die grundsätzlichen ethischen Gebote in allen Religionen ähnlich sind. Das ist einfach die Natur der Sache. Ne? Diese Handlungen sind aus buddhistischer Sicht nicht negativ, weil man sich gegenüber einem Gott oder so versündigt oder gegenüber dem Buddha, sondern weil sie einfach zu Leiden führen. Denn indem man solche Handlungen macht, schadet man natürlich jemand anderen direkt. Was hinzukommt aus buddhistischer Sicht, ist, dass man letztlich sich auch selber dann schadet. Das ist das Gesetz von Karma. Ne? Das Wort Karma ist ein bisschen exotisch. Manchmal denke ich fast, man sollte es vielleicht weglassen. Eigentlich heißt Karma auf Sanskrit einfach nur Handlung. Die Tibeter übertragen es schon und sagen Handlung und Wirkung. Das bedeutet, jede Handlung hat eine Wirkung. Das ist doch nicht besonders exotisch, oder? Jeder Wissenschaftler weiß das, jeder Psychologe weiß das. Ich weiß manchmal gar nicht, warum Karma als so seltsam aufgefasst wird. Aus meiner Sicht ist Karma jetzt wissenschaftlich bewiesen, zumindest für dieses Leben. Sie haben sicher gehört von der Neuroplastizität, oder? Spätestens seitdem weiß man, jeder Gedanke, jede Emotion, die wir haben, prägt unser Gehirn. Da wird richtig was hinterlassen. Man kann das richtig sehen. Das ist schon eine Menge Holz, dass man sowas richtig sehen kann. Als erstes hat man das mit Taxifahrern in London rausgekriegt. Die hatten ein anderes Gehirn. Warum? Ihr Orientierungsvermögen wurde ständig gebraucht. Damit war in einem Teil ihres Gehirns irgendwie überproportional. Musiker haben auch ein anderes Gehirn. Aber wir haben jeder ein anderes Gehirn. Warum? Weil wir auf verschiedene Weise denken und handeln. Und die Art, wie wir denken und welche Emotionen wir haben, prägt unser Gehirn so, dass wir natürlich die Dinge auch in Zukunft ähnlich auffassen, wie wir es gewohnt sind, oder? Dafür ist das ja auch da. Wir machen uns manchmal Gedanken, wer bin ich eigentlich, schlecht oder gut oder so. Aus buddhistischer Sicht kann man sagen, das lässt sich nicht entscheiden, das ist völlig offen. Wir sind das, was wir tun. To be is to act, sozusagen. Das wird immer klarer jetzt aus meiner Sicht in der Neurowissenschaft. Das sind wirklich starke Parallelen. Gerald Hüther und andere haben das sehr klar herausgearbeitet. Der Mensch ist vor allem sehr offen. Andere Lebewesen mögen relativ stark eingeschränkt sein. Der Mensch kann sich in alle Richtungen entwickeln. Er muss ja auch sowohl in New York City als in der Antarktis irgendwie zurechtkommen. Ne? Deshalb ist sein Gehirn sehr, sehr offen angestellt.
Und eben, das gilt übrigens für das ganze Leben. Früher hat man manchmal gedacht, auch in der Psychotherapie, ja, nach den ersten 6, 7 Jahren ist die Sache eigentlich weitgehend durch. Das andere ist dann nur noch an den Zweigen rumschneiden. Mittlerweile sagt man, unser Gehirn ist nicht wie ein Baum, der einen festen Stamm hat und sich noch ein bisschen weiterentwickelt, sondern er ist so ähnlich wie das Autobahnsystem in Deutschland. Das kann sich potenziell ständig überall ändern, egal wo es gerade gebraucht wird. Einige Teile gehen weg, andere kommen hinzu. Man kann aber nicht sagen, dass irgendwas ein für alle Mal da ist oder anderes gar nicht, sondern es ist ein offenes System sozusagen. Das illustriert Karma, ne? Was allerdings im Buddhismus hinzukommt, da sind wir im religiösen Bereich, und man muss nicht unbedingt religiös sein, um sich mit Karma zu beschäftigen, zumindest für dieses Leben. Aber natürlich ist die tiefere Dimension im Buddhismus, dass diese Einprägungen in unserem Geist sogar über den Tod hinaus sich fortsetzen werden. Ich sagte schon, der Geist ist nicht identisch mit dem Körper, er hat aber eine enge Beziehung zum Körper. Es geht im Buddhismus nicht darum, dass Geist und Körper völlig getrennt sind, da haben wir schon wieder eine falsche Trennung, ne? Aber die Tatsache ist, dass sie nicht identisch sind. Der Geist ist aus buddhistischer Sicht nichts Materielles. Und ich finde, dass kein Wissenschaftler bisher nachweisen konnte, dass es nicht vielleicht subtilere Träger für den Geist gibt als dieses grob materielle Gehirn. Wir entdecken jeden Tag in der Wissenschaft neue, äußerst subtile Energien und so weiter, die wir bisher nicht auf dem Zettel hatten. Der Dalai Lama trifft sich ja sehr gern mit Wissenschaftlern und lässt sich da auch gerne belehren. Aber als ein Wissenschaftler mal sagte, das Gehirn ist die Person, da hat er gesagt, also da müssen Sie noch zulernen, da wissen Sie noch nicht besonders viel. Da gibt es noch subtilere Sachen. Übrigens hat er da die Gegenfrage gestellt und hat gesagt, heißt das eigentlich, wenn Sie sagen, Sie lieben Ihre Frau, dass Sie das Gehirn Ihrer Frau lieben? Einer der Neurowissenschaftler hat daraufhin so ein Scanbild des Gehirns seiner Frau rausgenestelt und hat das noch bestätigen wollen. Die anderen Wissenschaftler sind aber ins Grübeln gekommen und haben sofort gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben intuitiv die Auffassung, dass eine Person nicht einfach sein Gehirn ist, und da sollten wir auch bei bleiben. Und insofern sollten wir uns auch durchaus offen halten, ob es nicht möglich ist, dass nach dem Gehirntod immer noch geistige Funktionen da sind und vielleicht sogar den physischen Körper überleben, auf der Grundlage subtilerer Energien, wie es im tantrischen Buddhismus insbesondere erläutert wird. Ich erwarte von einem Wissenschaftler zumindest, dass er offen dafür ist. Und ich habe Wissenschaftler erlebt, die haben gesagt, was du da sagst, kann ich mit meinen Mitteln bestimmt nicht bestätigen, aber es ist möglich. Es ist eine Hypothese. Und es sollte einem auch zu denken geben, dass alle Religionen sagen, es geht nach dem Tod weiter. Ich glaube schon, da ist auch irgendeine Kenntnis davon. Gut, auf jeden Fall, das ist der religiöse Teil, den brauchen Sie nicht unbedingt zu übernehmen. Aber im Buddhismus ist es natürlich so, dass es heißt, dass die Handlungen dieses Lebens, die wir machen, nicht nur eben nach dem Tod, nicht in diesem Leben sich nur auswirken, das tun Sie sicherlich auch schon, sondern sogar darüber hinaus. Dieser Bereich ist sicherlich bisher wissenschaftlich nicht bestätigt. Der Teil aber, dass unsere Handlungen, die wir jetzt tun, unser Leben wesentlich prägen, insbesondere der Geist, der ist aus meiner Sicht immer evidenter, kann man kaum noch was gegen sagen, hat ja eigentlich auch was Befreiendes, oder? Das heißt, wir selber können es auch mehr in die Hand nehmen, als wir dachten. Im Buddhismus auch mehr als in Religionen, die vielleicht an einen allmächtigen Schöpfer glauben. Wir haben es selber in der Hand wesentlichen, ob wir unser Leben glücklicher machen wollen oder leidvoller. Ist auch ein bisschen mehr Verantwortung, oder? Das ist die härtere Sache. Das wäre manchmal leichter, wenn da einfach jemand wäre, der einen so erlösen würde. Aber da muss man auch erstmal dran glauben. Das ist ja auch eine Leistung. Aus buddhistischer Sicht ist es schön, wenn man daran glaubt, dass einen jemand einfach so erlöst. Das ist, wie gesagt, auch eine innere Kraft. Dann wird man sich auch dankbar verhalten, oder? So ist es auch gedacht. Aber im Buddhismus sagt man, selbst der Buddha kann uns nicht einfach erlösen. Das ist etwas, was tatsächlich... Er kann uns alle mögliche Hilfe zukommen lassen, aber wenn wir nicht unseren eigenen Geist schulen, kann es uns nicht mal helfen, wenn 100 Buddhas um uns herumfliegen. Ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Schülern in der Schule. Wenn die nicht interessiert sind, können noch so viele gute Pädagogen und Lehrer da sein. Passiert nicht so viel, oder? Gut, aber jetzt kommen wir zum wirklich angenehmen Teil der Sache, nämlich das ist die dritte Wahrheit, die Wahrheit von der Beendigung des Leidens. Das hat letztlich mit Nirvana zu tun. Aber Nirvana ist auch nicht so negativ, wie manche denken, sondern Nirvana ist nicht, dass man nicht mehr existiert, sondern es bedeutet, dass die Leidensursachen nicht mehr da sind.
Was die Leidensursachen sind, habe ich ja schon gesagt. Zum Beispiel Hass, Gier und Unwissenheit. Darauf können sich alle Buddhisten einigen. Die Abwesenheit von Hass, Gier und Unwissenheit ist Nirvana. Insofern kann ich noch nicht mal sagen, ob einer und wie viele von ihnen im Nirvana ist. Da muss man auch nicht an einen anderen Ort, man muss auch nicht sterben. Man muss nur frei sein von Unwissenheit insbesondere und von Hass und Gier. Nirvana ist allerdings ein schwieriger Begriff. Er bedeutet die Abwesenheit von etwas, von Leiden und seinen Ursachen. Sie können davon ausgehen, dass der, der im Nirvana ist, gleichzeitig auch sehr glücklich ist, aber das beinhaltet dieser Begriff nicht. Das ist eine negative Theologie. Das hat sicherlich seinen Grund, warum der Buddha das so gesagt hat. Wenn er uns ein positives Ziel gegeben hätte, hätten wir gleich angehaftet. Das will ich haben. Außerdem kann man besser verstehen, dass jemand sagt, das und das ist im Nirvana nicht mehr da. Nämlich was Hass, Gier und Unwissenheit ist, das wissen wir. Zu erklären, was das Glück des Nirvana ist, das kann man jemandem genauso schwer erklären vielleicht, wie wenn man erklären müsste, wie Zucker schmeckt, oder? Deshalb ist das eine sehr kluge Didaktik, denke ich. Vielleicht können wir Nirvana auch am ehesten damit beschreiben, wir sind erst krank und dann gehen wir vielleicht ins Krankenhaus oder wo immer und die Krankheitsursachen, die Erreger, werden vielleicht beseitigt. Aber dann sind wir ja nicht tot, oder? Die Abwesenheit dieser Krankheitsursachen, das ist Nirvana sozusagen. Und dann sind wir ja offenbar wieder bei Kräften, können das Krankenhaus verlassen und gute Dinge für andere tun. So ähnlich ist das mit Nirvana eben auch. Der Dalai Lama hat das übrigens sogar mal auf die Politik bezogen und von gesellschaftlichen Nirvana gesprochen. Das bedeutet nicht, dass wir alle uns lieben unbedingt, sondern es bedeutet, dass manifeste Leiden, wie zum Beispiel Krieg und Hunger, überwunden worden ist. Diese Abwesenheit, das wäre ein Nirvana. Das lässt sich buddhistisch so halten. Die Abwesenheit von echten Leiden und den Ursachen, das ist Nirvana. Es gibt sogar viele Zustände von Nirvana. Wenn alle Leidensursachen weg sind, das wäre das vollständige Nirvana. Aber die meisten von uns wollen wahrscheinlich nicht gleich Nirvana erreichen, obwohl es wirklich wahrscheinlich lohnenswert ist. Aber wir wollen ja von Freude und Glück sprechen. Und die Aussage der dritten edlen Wahrheit ist eigentlich, dass das Wesen unseres Geistes etwas sehr Glückliches und Positives ist. Das ist eigentlich ein sehr positives Weltbild des Buddhismus. Man sagt immer, Buddhismus wäre so negativ mit all dem Leiden und so. Aber ich kenne kaum eine Psychotherapie, die sagt, dass das eigentliche Wesen des Menschen potenziell sehr, sehr gut ist und dass man ein dauerhaftes Glück erlangen kann. Den Narzissmus wirklich überwinden kann sozusagen. Nicht nur, wie Freud mal sagte, er sagte, Psychotherapie führt dazu, dass das normale Leiden des Lebens oder das neurotische Leiden des Lebens durch das normale Leiden ersetzt wird. Das ist das Höchste, was man schaffen kann. Ist schon eine ganze Menge, gebe ich zu. Aber im Buddhismus wird viel mehr versprochen. Dauerhaftes Glück sozusagen. Herr Freud hat auch mal gesagt, wenn man lieben und arbeiten kann wieder, dann wäre die Therapie erfolgreich. Das ist auch wirklich sehr viel. Aber der Buddha hat einen anderen Ausspruch gemacht. Er sagte, der Geist ist nicht Geist, der Geist ist klares Licht, hat er gesagt. Das kann man auf vielen Ebenen interpretieren. Eine Ebene ist, dass die Leidenschaften, das heißt die Hindernisse des Geistes, nicht zum eigentlichen Wesen des Geistes gehören. Was bedeutet zum Wesen gehören? Wenn etwas zum Wesen einer Sache gehört, kann man es nicht beseitigen, ohne dass die Sache auch beseitigt wird. Ja? Zum Beispiel Wasser hat die Eigenschaft von Feuchtigkeit, das kann man nicht beseitigen. Aber der Geist hat nicht die Eigenschaft, voller Hass, Gier und Unwissenheit zu sein. Das kann man beseitigen und dann tritt die eigentliche Natur des Geistes erst hervor. Und die ist sehr positiv und frei von diesen Dingen. Kann man vielleicht kaum glauben, aber so hat der Buddha seinen eigenen Geist erfahren. Die Hindernisse des Geistes, diese Leidenschaften, die hat der Buddha in verschiedenen Gleichnissen verglichen, zum Beispiel mit Wasser, das verschmutzt ist. Zum Beispiel die Flüsse sind heutzutage meistens verschmutzt, wie die Elbe. Ja? Aber es wird ein bisschen was getan, gehen weniger Schmutz rein, ein bisschen Kläranlagen und siehe da, einige schwimmen sogar schon wieder in der Elbe, habe ich neulich auch gesehen. Ich tue es noch nicht ganz, bin noch ein bisschen skeptisch, aber warum ist das möglich? Weil das Wesen von Wasser nicht von Natur aus Schmutz ist, oder? Sonst könnte man es nicht bereinigen. Die Natur unseres Geistes ist auch nicht, obwohl es uns so erscheint, immer nur Gier, Hass, Stolz, Neid.
sondern es kann vollkommen frei davon sein und dann erscheint eine natürliche Glückseligkeit, Klarheit des Geistes hervor. Man sagt auch, die sogenannte konventionelle Natur des Geistes ist Klarheit und Erkenntnis. Das ist die Definition des Geistes. Kann man nicht jeden Tag so feststellen, oder? Aber es wird eindeutig gesagt, und das sagen uns alle Lehrer, wenn der Geist auch nur mal ein bisschen zur Ruhe kommt, dann entstellt sich ein großes Glück von alleine ein. Ich kann Ihnen das auch gar nicht so logisch beantworten. Es könnte ja auch anders sein. Man kommt zur Ruhe und es ist ganz furchtbar. Aber das ist es nicht. Ich spreche jetzt nicht von Nirvana, sondern wenn man nur ein bisschen Konzentration üben würde, dann kommt plötzlich ein großes Glück im Geist auf, das völlig unabhängig ist von äußeren Stimuli. Ich sprach vorhin von unbefriedigendem Glück. Dafür brauchen wir immer Stimuli, oder? Wir müssen was Schönes essen oder trinken, Schönes sehen, die Leute müssen nett zu uns sein, wir machen uns warme Gedanken, nette Gedanken. Das ist so ähnlich wie Drogen. Man muss immer was einpfeifen, dann ist das Leid nicht so stark, oder? Mit dem Geist ist aber was anderes. Es gibt da Zustände, die sind einfach glücklich, ohne dass irgendetwas sein muss oder nicht sein muss. Das ist das eigentliche Wesen unseres Geistes. Wir tun allerdings alles dafür, damit wir das nicht erfahren. Wir wühlen diesen Geist ständig auf mit Gier, Hass und so weiter. Wie gesagt, wir sind unter dem Einfluss dieser Unwissenheit und deshalb glauben wir ständig, ich brauche noch irgendetwas, um glücklich zu werden oder das muss weg sein und so weiter. Das schafft uns dann die ganze Zeit Probleme, weil es nicht so passiert, wie wir das wollen oder nicht so, wie wir das wollen und so weiter. Aber mal auf die Idee zu kommen, den Geist zur Ruhe zu bringen zumindest, dann erlebt man plötzlich, dass der Geist ohne besondere Umstände einfach so glücklich ist. Im bloßen Sein. Das haben Sie sicherlich auch schon von einigen spirituellen Lehrern gehört, dass man ein bisschen zum Sein kommen sollte. Ne? Kennen sicher Eckhart Tolle und andere, die ich auch ganz gerne durchaus lese. Er beschreibt richtig, dass wenn man endlich mal aufhört, diesen ganzen Kampf zu führen, sein eigenes Ego zum Erfolg zu führen, dann stellt sich der erwünschte Erfolg plötzlich ein. Der Erfolg ist nämlich, dass es einem einfach gut geht. Wirklich im Hier und Jetzt sozusagen. Das Nirvana ist das übrigens noch nicht, da stimme ich nicht ganz mit Tolle überein, sondern es ist einfach nur die zeitweilige Abwesenheit von Troublemakern, von Leidenschaften und so. Aber subjektiv fühlt sich das erstmal wie Nirvana an. Man kann sogar sich dann täuschen und denken, man hätte schon alles erreicht. Aber das ist doch eine große Vision, oder? Tatsächlich, wie Tolle das auch schreibt, wir sind immer in einem Wartemodus. Das heißt, wir sind nie ganz da, oder? Leute gerade so nach der Arbeit, alle träumen so vor sich hin, sie warten auf irgendetwas. Anstatt voll in dem Moment jetzt zu sein und ihren Geist ganz wach zu halten, dann braucht man plötzlich gar nichts. Der Geist fühlt sich strahlend an. Dieses Strahlen ist sogar so stark, dass selbst wenn sogenannte Schwierigkeiten kommen, das völlig überstrahlt wird. Oder man diese Schwierigkeiten gar nicht als solche erlebt. Oder sogar merkt, dass unsere Einteilungen von angenehm und unangenehm sehr willkürlich sind. Der Dalai Lama sagt manchmal, man muss um ein Problem so lange rumgehen, bis man dessen Vorteile sieht. Das ist sehr weise. Es gibt keine objektive Situation, die an sich Leiden hervorbringt. Das ist wiederum ein Modell unseres Geistes. Können wir uns vielleicht kaum vorstellen, aber es gibt Leute, die so weit gekommen sind, dass sie alle Erfahrungen innerlich so meistern können, dass das Strahlen ihres Geistes niemals aufhört. Das ist aber davon abhängig tatsächlich, dass wir zumindest erstmal nicht ständig in Gier und Hass und so weiter gehen, sondern zumindest uns konzentrieren, mal bei einer Sache bleiben, das Geplapper im Geist zur Ruhe bringen, unser Ego halt mal ein bisschen zurücknehmen, die Begierde ein bisschen verringern, das ist heute nicht sehr populär, aber in den Schriften steht, Begierdelosigkeit ist reine Glückseligkeit. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Wenn ich da Schulklassen erklären will, dann sagen sie, wenn keine Begierde da ist, was ist denn dann noch los? Aber sie missverstehen das ein bisschen, weil begierdelos heißt nicht, dass man keine Wünsche hat oder dass man sich schöne Dinge erfüllt. Es ist das, was wir im Deutschen eigentlich auch kennen, dieses wunschlos glücklich sein, oder? Ich glaube, wir können uns selber alle mal fragen, wann wir die schönsten Erlebnisse im Leben hatten, oder? Das
Das sind so Momente, wo wir vielleicht im Wald sind und einfach nur um uns schauen, ohne besondere Absichten und Wünsche. Und da erlebt man oft eine hohe Intensität von Glück, oder? Ich glaube, wir können uns alle mal selber fragen, wann wir mal wirklich richtig glücklich waren. Aus meiner Sicht nicht die Momente, wo wir uns besonders viel Sinnesobjekte reingezogen haben oder ganz großen äußeren Erfolg hatten, sondern eher dann, wenn wir mal ein bisschen von unserem Ego weggekommen sind oder mal ganz präsent waren. Ne? Da stellt sich ein sehr subtiles Glück ein. Von diesem Glück sprechen die Schriften das. Sie sagen eben, die Natur des Geistes ist eigentlich sehr, sehr klar. So ähnlich wie ein See, der immer aufgewühlt ist, dann ist er immer sehr dunkel, oder? Wenn man den See aber mal zur Ruhe kommen lassen würde, würden sich alle Schwebstoffe absenken und dann würde sich eine natürliche Klarheit ergeben, weil das Wasser ist von Natur aus klar. Wenn es uns tatsächlich nur mal gelingt, den Geist zeitweilig mal zur Ruhe zu bringen, dann würden wir subjektiv diese Klarheit schon spüren. Das wäre übrigens eine große Inspiration, dann auch noch andere Sachen zu versuchen, dass man einfach mal gemerkt hat, sieh mal an, es geht noch irgendwas anderes. Diese Freude ist übrigens sehr wichtig im Buddhismus, darüber sprechen wir ja heute auch. Man kennt von den Religionen immer nur, dass man quasi über das Negative denkt, dass man irgendwelche schlechten Handlungen bereuen soll und so weiter. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Aber der andere Aspekt, der im Buddhismus geübt wird, ist das Erfreuen. Man erfreut sich an dem, was man Gutes tut und was andere Gutes tun. Das ist sehr wichtig. Ja, früher dachte ich auch, man könnte vielleicht meditieren einfach so mit Pflichtgefühl. Als Deutscher ist es ja sehr vertraut, oder? Gerald Hüther hat mir da auch ein bisschen die Augen geöffnet. Er meinte, ohne Begeisterung wird das nichts. Das heißt, wenn man nicht ein bisschen Freude empfährt an der Praxis, kommt man nicht weiter, auch nicht im Buddhismus, aber in keiner Disziplin. Es muss tatsächlich Freude dazukommen. Gerald Hüther sagt, Freude ist wie eine Gießkanne für das Gehirn. Das kann man heute nachweisen. Wenn Schüler Freude haben, lernen sie viel, viel besser, als wenn sie sich da nur durchpauken, oder? Wissen wir im Grunde auch. So ist das im Buddhismus auch. Deshalb nennt man das auch Tatkraft, eine der wichtigen Vollkommenheiten im Buddhismus, in der Geistesschulung, nennt man Freude am Heilsam. Ausdrücklich Freude. Es ist eine besondere Vollkommenheit, weil man sich nicht nur durchquält durch was Heilsames, sondern weil man Freude daran hat. Das ist die vierte der sechs Vollkommenheiten eines Bodhisattvas, eine sehr, sehr hohe Stufe. Da wird ausdrücklich von Freude gesprochen. Und diese Freude ergibt sich, indem man die Vorzüge einer Sache sieht, wie zum Beispiel Dharma-Praxis, religiöse Praxis, und das dann anstrebt, das auch zu erreichen. Und aus dieser Überzeugung, wie gut das ist, deshalb muss man sich auch überlegen, wie gut das ist und wofür das ist, dann ergibt sich Freude. Und übrigens, wenn die Freude eine Zeit lang im Geist ist bei einer heilsamen Tätigkeit, dann ergibt sich als letztes das, was man neudeutsch Flow nennt, also eine vollkommene Leichtigkeit von Körper und Geist. Dieser Geistesfaktor wird im Buddhismus beschrieben und das ist auch das Ziel von bestimmten Meditationen. Man erreicht eine völlige Gefügigkeit von Körper und Geist, die von großer Glückseligkeit begleitet ist. Das wird heute in der Flow-Psychologie so ein bisschen beschrieben, das kennen Sie wahrscheinlich, hm? Ist allerdings nur zu erreichen, wenn man eine Sache auch konsequent eine Zeit lang gemacht hat. Einfach so vom Himmel fällt das nicht. Hm? Musiker kennen sowas auch, aber am Anfang müssen sie sehr viel üben, oder? Aber irgendwann erreichen sie eine Meisterschaft und Leichtigkeit, die ja auch irgendwie göttlich ist und sicherlich von Glück begleitet wird. Das ist dieser Gefügigkeit von Körper und Geist, die man im Buddhismus auch erreicht, wenn man eben eine bestimmte Meditationsform regelmäßig und kontinuierlich ausübt. Meditation bedeutet eben, dass man heilsame, positive Zustände regelmäßig im eigenen Geist hervorruft, wodurch sie sehr stark verankert werden durch diese Neuroplastizität oder eben das Gesetz von Karma. Und sie werden dann zum eigenen Charakter sozusagen. Das ist das Ziel. Und wenn man das regelmäßig macht, lässt sich die Erleuchtung kaum vermeiden sozusagen. Zumindest werden alle heilsamen Geisteszustände dann stärker. Das nennt man die vierte edle Wahrheit. Die Wahrheit von dem Weg, der zur Beendigung des Leidens führt, das können Sie sich jetzt eigentlich schon denken. Wenn Hass, Gier und Unwissenheit der Ursprung des Leidens sind, dann sind alle Dinge, die die Gegenmittel dagegen sind, der Weg dagegen sozusagen, der Weg zum Glück. Das sind ja auch
sozusagen Dauerbrenner in allen Religionen. Anstatt Hass entwickelt man Mitgefühl und Geduld, aber mit Freude, wie ich gerade sagte, sonst wird das nichts. Man muss die Vorteile von Mitgefühl und Geduld kennen. Der Dalai Lama spricht zum Beispiel ständig drüber, oder? Er sagt, Liebe und Mitgefühl sind quasi Egoismus für Fortgeschrittene. Das heißt, man macht sich wirklich was Gutes. Ist natürlich nicht wirklich Egoismus, aber er benutzt diesen Bonmot. Man selber hat den Vorteil, wenn man anderen Gutes tut. Und deshalb wird man mit Freude Liebe und Mitgefühl entwickeln und mit Freude Geduld entwickeln. Und dadurch geht das dann ab wie eine Rakete. Ne? Gegen Begierde muss man sowas wie Zufriedenheit, Dankbarkeit, Genügsamkeit entwickeln. Hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber wird in allen Religionen schon immer gesagt. Ist aber erfolgsversprechender als Konsumismus. Also, selbst Therapeuten sagen heutzutage, dass es besser ist, wenn ein Mensch ein bisschen dankbarer ist und ein bisschen pflegeleichter und ein bisschen zufriedener, anstatt endlose Wünsche für sein Ego zu haben. Und statt Unwissenheit entwickelt man die Weisheit, die sich mit der letztlichen Realität dessen beschäftigt, wer man ist und was die Phänomene sind, die sogenannte Leerheit, oder Selbstlosigkeit. Das werden wir heute aber nicht mehr klären können. Aber das führt natürlich zu allerhöchstem Glück. Man muss sich wirklich vorstellen, dass man innerlich frei ist von dieser ständigen Sorge um ein getrenntes, unabhängiges Ich. Das ist ein makelloses Glück, das wir uns im Moment vermutlich nicht vorstellen können. Deshalb hat der Buddha es auch nur negativ umschrieben. Es ist eine völlige Abwesenheit von Hass, Gier, Unwissenheit, Angst, Leiden und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen, dass man einfach so sagen könnte, ich weiß, es kann mir nichts mehr passieren. Der Geist ist vollkommen klar und offen. Und das ist noch nicht mal davon abhängig, dass die ganze Außenwelt plötzlich sich geändert hat. Wenn man im Inneren das überwunden hat, dann erlebt man, wie gesagt, eine dauerhafte, echte Freude. Und eine Praxis, die auch noch sehr wichtig ist, ist das sogenannte Erfreuen, habe ich ja schon gesagt, an dem Guten, was man selbst und andere tun. Darüber können wir gleich noch eine Meditation machen. Das ist sehr wichtig, insbesondere sich zu freuen an dem Heilsamen, was man selber getan hat. Ich sehe das Missverständnis bei vielen religiösen Praktizierenden, dass sie glauben, es wäre eine besondere religiöse Tugend, sich selber niederzumachen. Natürlich ist der Egoismus ein Problem, auch im Buddhismus. Aber sich selber abzulehnen, ist nicht das gleiche wie Egoismus überwinden. Das beruht auch auf Ego sozusagen. Das ist ein großer Unterschied. Es scheint komischerweise gerade in unserer Gesellschaft für viele sehr schwer zu sein, sich selber anzunehmen, sich selber zu akzeptieren, wie man ist. Das hat der Buddha aber als Ausgangspunkt der Geistesschulung genommen. Zum Beispiel, wenn man andere lieben will, muss man zuerst oder sollte man sich selber genauso annehmen und lieben, wie man das anderen gegenüber hoffentlich tut. Das ist der Ausgangspunkt. Der Buddha sagte sogar, oder für ihn war es offenbar selbstverständlich, dass jeder Mensch weiß, wie man sich um sich selber kümmert. Und dann lernt man davon ausgehend, wie man sich um andere kümmert, oder? Das ist auch entwicklungspsychologisch so. Ein Kind muss erstmal lernen von seinen Eltern, ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Vielleicht sogar, man liebt mich. Ein Kind, das solche bedingungslose Liebe erfahren hat, wird auch andere bedingungslos lieben können. In unserer Gesellschaft scheint bedingungslose Liebe aber auch in der Erziehung nicht sehr stark zu sein. Da ist immer dieses erstmal, ich liebe dich, wenn. Und das ist so stark in uns drin, dass wir immer denken, wieso soll ich mich denn lieben? Ich bin ja nicht perfekt und wäre schon perfekt, oder? Das ist sehr traurig. Und wenn das der Fall ist, das scheint gerade in westlichen Gesellschaften extrem stark zu sein, wo wir ja alle immer so selbstbewusst wirken und so. Aber tief drin hört man von vielen Leuten, ich kann mich eigentlich nicht wirklich annehmen. Andere schon ein bisschen, aber mich selber machen uns fürchterlich nieder. Dagegen ist ein sehr wichtiges Gegenmittel, sich selber sogar zu lieben, das nennt man Metta, und dieses sich erfreuen an dem Guten, was man bereits getan hat und welche Eigenschaften man hat. Und jeder Mensch hat gute Eigenschaften. Ne? Und das dann wirklich von Herzen sich dran zu erfreuen. Darüber können wir vielleicht gleich nochmal meditieren. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, auf dem Hintergrund dessen, dass Geistesschulung der entscheidende Weg zum Glück ist im Buddhismus, ein paar Aspekte erläutert, insbesondere zuletzt, dass die Natur des Geistes etwas sehr Freudiges und Glückliches ist, das aber die ganze Zeit überlagert wird von diesen Leidenschaften,
Es gibt aber Gegenmittel gegen diese Leidenschaften, insbesondere in der Meditation. Und dann können wir dieses makellose Glück, zumindest einen Teil davon, auch jetzt schon erfahren. Und das ist auch wichtig, um Inspiration zu haben. Daraus entwickelt sich dann diese Tatkraft, die Freude am Heilsamen. Der Geist wird sogar völlig mühelos. Und wenn der Geist so mühelos ist, dann kann man natürlich auch alle anderen positiven Dinge mühelos tun, oder? Genau wie ein kräftiger Mensch mühelos alle körperlichen Arbeiten erfüllen kann, kann ein solcher müheloser Geist alle schönen Meditationchen machen, die er nur möchte. Normalerweise wissen wir alle, da kommt sofort Unruhe auf, man kann sich nicht konzentrieren, vielleicht auch depressive Züge, die übrigens insbesondere dann kommen, wenn wir uns nicht erfreuen können. Erfreuen wird gegen Depressionen sehr, sehr stark. Auch wenn man längere Zeit meditiert, ist der Geist manchmal erschöpft, dann muss man sich freuen wieder, dann geht's wieder nach oben sozusagen. Ja, und da können wir, alle diese Dinge können wir dann meditieren, da gibt's natürlich sehr viele Angebote im Buddhismus. Aber wichtig ist, dass der Geist voller Freude und Tatkraft ist. Und das ist eben ein entscheidender Faktor von Freude. Einerseits ist Freude ein Ziel des Buddhismus durchaus, aber es ist auch eine Wirkung, indem man einfach die Geistesschulung praktiziert. Dann wird man diese Freude erreichen. Wahrscheinlich kann man auch nicht einfach sagen, ich will jetzt diese Freude. Sondern indem man bestimmte Dinge macht, die heilsam sind, kommt diese Freude nebenbei. Ja, wenn man im Buddhismus sagt, wir wollen Glück erreichen, dann ist das ja nicht Hedonismus nach dem Motto, ich nehme jedes Glück mit, was möglich ist. Sondern indem man weniger zum Beispiel Wünsche hat, weniger gierig ist, tritt plötzlich dieses Glück, das man immer ersehnt hat, auf. Das ist ein bisschen paradox. Gut, aber diese Aspekte wollte ich ein bisschen erläutern über die Natur des Geistes, über die sich natürlich noch viel mehr sagen lässt, die aber eigentlich sehr positiv und voller Freude ist, aus sich selbst heraus, ohne äußere Stimuli nötig zu haben. Und diese Freude am Heilsamen, die im Buddhismus eine große Rolle spielen. Und diese Praxis des Erfreuens am Guten, was man selbst und andere tut. Das sind wichtige Aspekte der Freude in der buddhistischen Geistesschulung. Dabei will ich es dann auch erstmal lassen. Und weiß nicht, ob wir zunächst vielleicht ein bisschen diskutieren und dann meditieren oder erst meditieren und dann